So, also meine ist jetzt an. Das ist deine Aufnahme? Ja. Hallo an alle da draußen. Hallo. Also gut, dann fangen wir doch mal an mit Nummer 1 hier. Ich stehe hier so voll den Pool hin, finde ich cool. Und los geht's! Und herzlich willkommen bei Let's Play mit Vorsicht in einer weiteren Runde. G+PH. Was brauchst du da für Sachen denn? Und wir haben heute dabei den THD Thiele T und deinen ganz neuen Gast, den Cool Cat. Und die Zahl lassen wir weg, das ist eh peinlich. Ja. Aber er sieht ja schon aus wie so schnuckelige Mieze, ne? So, jetzt müssen wir schon mal schauen. Guck mal, du komm mal mit. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Und zwar hier geht's ja hoch. Alle immer durch mein Haus. Und dann haben wir ja hier oben, das ist im Thiele sein, da steht's ja. Mhm. Und dann wird das hier dein Stockwerk. Ja, das ist das. Kannst du deinen Namen hinschreiben und kannst hier alles machen. Wie du siehst, es ist ein doppelter Boden drin, das heißt, eine Ebene Boden gehört dir, kannst du machen, was du willst. Die Ebene drunter, das ist die Decke vom Thiele. Ja. Und alles auf diesem Stockwerk bis zu dieser Ebene, alles unter deiner Verwaltung. Ja, ist so gut. Viel Spaß damit! Ja. Freut mich, dass wir einen anderen dabei haben. Thiele, du atmest so schwer, was ist los? Ich war gerade dabei, die ganze Crew zu killen. Ich war im Blutrausch. Oh, habe ich aufgesammelt, sorry. Hier, bitteschön. So, das jetzt heißt, zügle ich meinen Atem. Kann ich jetzt endlich mal anfangen, hier den weiteren Stock hier aufzubauen. Und ich sehe, genau, hier hat der Alan Deal letztes Mal ja noch den Poolbuster gebaut, den haben wir noch gar nicht getestet. Das muss ich jetzt noch. Ja, genau, da hat er einen Slimeblock benutzt, aber er hätte es aber auch nehmen können für die Pisten, dann wäre es da unten drin nicht ganz so chaotisch. Aber es würden auch genug Slimes spawnen, da wir in einem Sumpfbiom sind, aber da wir sofort in der Panning gehen und gar keine Spawn-Chance überlassen. Übrigens möchte ich doch, bevor ich hier den Thiele gleich wieder zusammen scheiß, noch erwähnen. Der Thiele, der Arsch, ja. Vielen herzlichen Dank. Er wusste nicht, wohin mit seinem Geld, denn hat aus mir gespendet. Und zwar hat er mir eine kleine Nitrado-Spende zukommen lassen. Vielen herzlichen Dank dafür. Wenn auch ihr so cool sein wollt wie der Thiele. Der bekommt jetzt übrigens dann irgendwo noch ein Mahnmal hin. Das muss ich hinschreiben. Ein Mahnmal. Mahnmal. Ja, wir wollen mahnen, dass man so sein soll wie der Thiele. Dann könnt ihr das auch machen. Ihr findet auf meiner Webseite, gibt es übrigens auch hier so eine Infokarte. Da, so eine Infokarte. Da kommt er dahin. Findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr mich unterstützen könnt, unter anderem Nitrado-Spende oder sonst was. Ihr könnt mir auch ein Bild von eurem Arsch oder so schicken, das hilft mir bestimmt auch. Ihr könnt auch kreativ sein. Es wird übrigens schon wieder Nacht. Das war übrigens der Dinger hier und ich bin fast gestorben. Auf jeden Fall finde ich das extrem geil. Wir haben jetzt quasi aus einer Attraktion hier, das heißt Attraktion dieser Dusche, die ja auch aus dem Kopf vom Thiele entspringt, aus meinem Kopf, das ist die Quelle des Lebens. Yeah, aus meinem Kopf kommt das Wasser für die Dusche. Richtig, eine Dusche, ein Pool und hier so ein geiles Reinplumpsdings, Reinschmeißdings gemacht. Ich bin kurz vorm Verrecken, ich hoffe, hast du auch noch was zu fressen übrigens. Ich habe noch eine giftige Kartoffel. Ja, ich habe Steak dabei, 15 Stück, wenn du was willst. Ach, aber du schon noch ein paar Kühe übrig lassen oder hast du alle massakriert? Nee, ich habe was überlassen. Gut. Denke ich. Aber ich will Brot. Ich habe ja auch noch eine Kuh. Soll ich die einfach mal zu euch schubsen? Aber wir haben genug Kühe. Nee, wir haben genug. So, ich gehe, wir gehen jetzt auch erstmal alle pennen. Bitte, bitte, bitte. Wart, wart, komm rein, weil sonst fällt sie den runter. Oh, Kalle. Kalle, weißt du, los. Oh ja. Muss mir jetzt nicht gleich alles geben, aber dann schick ich schon mal, gell? Ja, ich habe noch was im Ofen. Great. Oh, lecker, lecker. So, ich muss jetzt nochmal den Lava-Scheiß-Ding da anschauen. Schlafen oder willst du noch schnell deine Slimes holen? Nee, wir schlafen jetzt. Die Slimes, das ist was, das kann man immer machen. Ich kann einfach in einem anderen Bett schlafen. Ja, hier ist doch noch ein Gästebett. Vor der Wohnung. Achso, ja, dann. Wo bist du gerade, von wo kommst du? Ja, warte, ich hab gerade ein bisschen Holz geholt hier. Wir haben doch eine Holzfarm, Mensch. Ja, ich finde immer die schönen Häuser, die Bäume, die so in der Wildnis sind. Okay. Wo ist er denn jetzt? Wo bist du?
Und da, wo die Hauseingangstreppe ist, da sind doch ein paar Fackeln. Und da steht ein Bett im Wasser, direkt neben den Skeletten. Ah ja. Ja, wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Gut, ich leg mal ins Bett. Ja. Wenn du reinlegst, dann können wir alle schlafen. Und du direkt neben den Skeletten. Das geht bestimmt ganz gut. Oh, ich muss noch ein bisschen Kobbel farmen, damit ich den Pool ausbauen kann. Ja, ne, Pool wird nichts mehr ausgebaut. Ja, ne, ich mach ja nicht größer, aber fertig bauen. Was willst du da fertig das, bauen? Das bleibt ja kein Erdhaufen. Wie viele Monster sind hier denn? Könnt ihr jetzt mal alle schlafen? Ich liege die ganze Zeit im Bett. Komm doch einfach zu mir schnell rauf. Ja, der Tilly hat ein Doppelbett. Das findet er geil. Oh ja. Ja, weil ich das vom Lager hab. Ja. Und Glader hat, glaub, deins. Oh, Tomatensaft ist lecker. Glader hat, glaub, deins oder ich glaub fast deins, das ist. Wo jetzt unten im Wasser steht. Kann gut sein, ja. So. Ein neuer Morgen, ein neuer Tag. Das ist mein Projekt, ja. Ist zwar auf deinem Mist gewachsen, aber ich will wissen, was du hier machst. Jetzt tut der da komplett außen rum mit Wasser. Du bist ein Depp. Ich wollte doch, dass es die Ecken runterfließt, Mann. Hey, WTF, Alter, das leckt gerade bei mir einfach übelst. Tilly, hörst du mir überhaupt zu, Mann? Du versauschst mir was? Meine Attraktion hier. Achso, nein, hörst du gar nicht. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Ich habe hier optische Täuschung drin und habe dich eingeschissen. Aber Tilly, was willst du hier bauen? Was willst du hier anders machen? Sprich zu mir. Ein Pool. Das ist doch nur ein Haufen Scheiße bis jetzt. Ich mach da noch einen schönen Boden rein, schöne Wände. Ein Haufen Scheiße? Ja? Das ist genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Du sagst, das ist ein Haufen Scheiße. Wenn du das Ding anders haben willst, dann bau dir einen eigenen. Das ist meiner. Hey, ich meine doch nicht dein Ding. Ich meine das hier unten im Wasser, wo ich angefangen habe. Ach so. Bah. Jetzt verstehe ich. Hey, da unten, das sieht aus wie ein Haufen Scheiße. Bau das mal aus. Au. Okay, Thiel, ich bin voll bei dir, du hast recht. Wenn man richtig miteinander reden würde, gell, dann hätte man da weniger Probleme. Ja. Definitiv. Definitiv, ja. Eindeutig. Oh, shit. Oh, ein Creeper, ha? Huh? Ja. Creepy, creepy. Creeperwasser, die sterbt wahrscheinlich gleich. Creeperwasser, das wäre doch mal was. Was hat das explodiert, wenn man es schluckt? Boah, da gab's doch mal irgendwo so einen scheiß Actionfilm. Da haben irgendwelche so Mittel entwickelt. Das haben sie ins Benzin getan und dann kam bei irgendeiner gewissen Schallfrequenz ist das Zeug nachher in die Luft geflogen. Krank. Und das Krasse daran war, das haben sie dann am Ende hat natürlich der Held das seinem Gegner, irgendjemand hat hier voll viel Zeug verloren, ich sammle das mal alles ein, hat es seinem Gegner irgendwie ins Blut reingespritzt. Und dann hat er die Frequenz angemacht und dann hat es den Typ verrissen. So ein lächerlicher Film. Richtig dumm. Aber eben, er ist mir immer in dem Kopf geblieben, ja? Sonst würde ich das nicht wissen. Für den hat er zumindest sein Ziel erreicht. Oh, wer hat ein Handy? So. Ja, scheiß Störgeräusche. Es kann direkt im Mikrofon drin liegen, es macht keine Störgeräusche und dann liegt es 10 Jahre weit weg und es macht trotzdem welche. Und meine Tonspur. Auch meine Tonspur liebt mich gerade richtig für diesen Satz, weil die gerade richtig am Übersteigen ist. Jo, ist auch okay, oder? Jeder kann halt das, was er kann. Ja, gut. Oh, ich sehe da gar nichts. Oh, da sind ja auch Schafe drin. Meh, Schaf, meh, mu, meh, mu, meh, mu, 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 meh, mu, 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 meh. Okay, Vorsicht, das wird alles gut. Das habe ich schon lange aufgegeben. Irgendwo ist da oben immer noch so ein Kack. Brauchst du Holz? Ich habe gerade 1,50 dabei. Ja. Einfach für beide Schalten zu. Wie viel brauchst? Da, nimm mal nochmal. Oh. Alles. Warte. Geh mal, soll ich die Mine da unten benutzen oder soll ich mir eine eigene suchen? Kannst du richtig mitbekommen. Ah, Mann! Mach, wo du willst. Ja, ich geh dann erstmal. Hast du's? Rumlogern und such ein bisschen Eisen. Lungern du mal. Hast du's eigentlich eingesammelt? Oh, ich hab keine Ahnung. Gut. Ich hab Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Ach fuck, ich wollte mir Sand holen. Ah, ich hab so viel gleichzeitig. Mein Kopf kommt nicht drauf klar.
Darum mache ich eins nach dem anderen und mach's nicht mal das richtig. Okay, du bist doch Vorsicht. Ja. Und ich kann nix. Das ist leider wahr. Ja. So, hier kommen wir in der Ofenstation. Dann mache ich mir hier noch einen Sack. Habe ich noch ein bisschen Kohle, ey? Habe ich noch Kohle? Nein, gut. Die Blätter so weit hoch, da muss doch irgendwo noch ein Holzblock drin sein. Das kann doch nicht sein. Ja, das war so ein Megabaum. Da sind immer noch so einzelne Holzdinger drin und ja, die reichen damit. Das Mal habe ich doch mal die weggemacht, aber anscheinend. Nein, das waren nicht alle. Das ist der Scheiß bei den Bäumen. Du Kackbratzebaum, du! Aschelochbaum. Ich komme hier gar nicht schnell raus. Mir fehlt immer noch Glas hier oben. Holzdinger. Ich habe ein paar weggemacht. So. Dann gehe ich kurz dahinter und hole mir wieder ein bisschen Sand. Das ist der Sand. Und dann kommt der Sandmann zu dir ins Bett nachts, wenn du alleine bist. Ja, der Sandmann. Fackel habe ich auch keine dabei. Nein, super. Ach, hier kann ich noch chillig abbauen, wenn das Wasser kommt. Nice. Nur noch ein bisschen Gravel mit. Gravel Mix? Das erinnert mich an. Ein bisschen Graffel. Ja, wer kennt das Lied noch von Wu-Tang Clan? Boah, ey, mit Namen habe ich das echt so überhaupt nicht, ne? Du könntest mir echt jeden Namen von dem Lied sagen, ich wüsste nicht, dass ich das jemals gehört habe. Also, mir geht es bei meinen Spielen auch so, bloß das Gravel Kit von Wu-Tang Clan, das habe ich damals so gefeiert. Oh, ich hoffe, Julian Sticksand läuft bei mir. Marie J. So. Blitke. Blitsch. Oh, der einen Sand kann ich mir sparen, so. Das war geil, das war noch Zeiten, ne? Das war geil, bup. Und nicht so scheiße wie heute. So. Mein Haus müsste ich auch mal fertig machen. Ich glaube, in der Folge mache ich jetzt erstmal mein Haus fertig und nächste Folge setze ich mich dann gescheit an den Pool. Beziehungsweise mit dem Pool mache ich ja nebenbei auch schon meine Vorbereitungen. Also doch wieder alles gleichzeitig? Irgendwie schon. Hey, wie ist der 8 Sitzer? Jetzt habe ich es verstanden. So, ich habe stundenlang versucht, da noch die Einzelteile von dem Baum wegzukriegen. Ich glaube, ich habe immer noch nicht alles. Nice. Nvidia Open, GL-Driver, irgendwas. Error-Code ab. Abgestürzt, oder was? Ja, ey. Das hatte ich immer nie. Tja, wenn man mit Vorsicht zusammenspielt, dann erlebt man Dinge, die man nie sich hätte träumen können. Total. So, es ist viel Nachbearbeitung. Schönen Gruß. Ja, ich darf jetzt lauter Stimmen rausdrücken oder ganz jetzt so ein Piepsen da drüber legen, so la 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 la. Ja, ich hab mich gemutet. Ich hab's gerade gehört. Ja, ich auch. Ja, am Ende, aber das davor nicht. Das sind Sachen, die nicht für eure Ohren bestimmt sind. Oh, oi oi oi, im Haus Thiele, Tee geht's ab im Schnee. Naja. Ja. Okay. Wir haben die Schnee. Hä? Genau, bist du gelästert? Genau, warum ich kein Rapper geworden bin, sondern mich auf den untextlichen Elektronik-Scheiß spezialisiert habe. Ja, das sagt alles. So, Zuzala. Fettverschuldung. Voll am Rad, am Arsch. Ja, ich bin in die Holzverarbeitung reingefallen. Ich glaube jetzt hier im Kreis, bis mein Stein fertig gebrannt ist. Ich habe wieder hier schöne Grafikfehler, dass man die Blöcke nicht sieht. Ja. So. Hühe! Do it! Hallo! Hast du einen Stein für mich? Einen normalen Stein? Kobel?
Warte mal, muss ich mal schnell schauen. Ich hab keinen Kobel mehr, ich hab grad alles verbraten. Ich hab keinen Kobel, ich hab andere Sachen. Ich könnte dir einen so einen Stone geben. Oh ja. Den kannst du den packen und anders umbauen, wenn du es brauchst. Auch wenn ich mir die Mühe voll erarbeitet hab. Oh fuck, da nicht hin, shit. So, dann schmelzen wir mal, ne? So, dann gehe ich schon mal runter und schaue. Ich nehme mal kurz hier deine Dings. Wow. Grafikpack Deluxe. What the fuck? Grafikpack Deluxe. Ja. Jetzt im Vorsichtssparpaket. Ja, genau. Guck mal. Im Vorsichtsspar-Abo. Bei Minute 15 ungefähr von der Aufnahme. Muss ich mal reinschauen. Schönes weißes Fleckchen hier in der Mitte. Okay, mach ich. Soll ich die Raumfahren noch ein bisschen erweitern? Tu, was du nicht lassen kannst. Ich brauche auf jeden Fall nicht so viel Bauch. Oh mein Gott, ich ertrink ja. Oder soll ich mal andere, so nochmal ein Feld mit anderen Arten anbauen? Boah, das ist aber schwierig, weil unser Bauer ist eigentlich der Elendil. Nicht, dass der nachher beleidigt ist, aber. Scheiß auf den Bauer. Ist okay. Agathe Bauer! Agathe Bauer! Pflanze ich da nochmal ein Papierkensetzklinger an. Ich hab verstanden, dann pflanze ich einen Papiergarten an. Ich dachte gerade, what? Papiergarten. Oh yeah! Ich hab eindeutig hier was zu schnell verarbeitet. So, zack, abgebaut. Wow. Alter, ich freue mich so, wenn ich mir meine neue Hardware kaufe, jetzt dann in eineinhalb Monaten. Ja. Yeah. Ich glaube, es wäre auch mal ganz gut, wenn du ein eigenes Zimmer hättest. Ja, aber das wird nicht hinhauen, da der Immobilienmarkt leer ist und es einfach nichts gibt. Der Immobilienmarkt ist leer. Naja. So ist es halt im Leben. Scheißdreck ist das. Aber weißt du was? Ich werde jetzt 16. Ich hatte noch nie ein eigenes Zimmer. Wow. Für was? So. So. Hm? Ach man, Tobias, was tust du schon wieder? Oh mein Gott, ich habe ein Lilypad abgebaut. Aufgrund von dem Grafikbug lädt er momentan nicht eine einzige Textur von einem Block, wo ich setze. Drum fliege ich hier gerade voll in. Das Problem hast du letzte Aufnahme auch schon. Ja, aber das waren nur zwei Blocks und danach ging es ja wieder. Diesmal ist das wirklich alles, was ich setze. Ja, gut. Ich habe nur geschaut, ich wollte das mal upgraden, aber das Problem ist, es sind noch nicht alle Mods. Verfügbar für die aktuelle 1.18-Version. Ja, okay, das stimmt. Deswegen spiele ich noch ohne, weil mein PC ist eh nicht verpackt. Ja, wenn sie mit 1.9 schneller nachher kommen mit den Mods, wobei das bezweifle ich immer noch. Ich glaube auch nicht, dass sie schneller werden. Aber die meisten sind ja, glaube ich, eben nur alles Programmierer, wo das machen, oder? Die Mods. Ja, glaube schon. Also die meisten machen das echt so hobbymäßig. Ich glaube, Shader ist kein ultra professionelles Programmierteam. Ja, jetzt sind ja auch immer andere. Also, da gibt es ja diese ganzen verschiedenen Shader von anderen. Ja. Ich glaube, einer hat den Shader mal entwickelt und andere haben dann halt ihre Shader Packs dazugepackt. Ist ja nichts anderes als ein Texture Pack. Ein Shader Pack ist aber was ganz anderes wie ein Texture Pack. Ja. Ja, aber an sich ist es. Den Shader sagt er, wie du was berechnen sollst und darstellen sollst. Ein Texture Pack heißt ja nur so und so soll die Oberfläche aussehen. Viele, also es gibt einige Dings, Shader Packs, die Texture Packs gleich mitliefern, ja. Ja, aber im Endeffekt. Aber im Endeffekt basiert es ja alles auf dem Shader Mod. Die Texture Packs haben nichts mit dem Shader Mod zu tun. Nein, ich meine nicht die Texture Packs, ich meine die Shader Packs. Die Shader Packs haben generell bauen sehr auf. Also zumindest die, wo ich gesehen habe, bauen alle auf den auf, das stimmt wohl. Geh mir mal schlafen! Nein, sicher, dass ich schlafen gehe. Okay, ich bin ein Nachtmensch. Gleich am Ende der Aufnahme angekommen. Ja, wir sind bei 19 Minuten. Dann machst du, nachher hörst du meine Aufnahme, dann schlafen wir, dann hörst du auf. Dann bist du mal wirklich in deinem Soll, was du immer haben willst und überziehst nicht. Ja, genau. Ich und überziehen, sowas würde ich nie tun. Nein, nur über 2 Minuten. Was wollte ich jetzt machen? Ah, ich wollte einen Baum. Haben wir einen Baum? Hey, was mache ich hier eigentlich? Also, was mache ich hier eigentlich? Ja, das frage ich. Wollte doch jetzt eigentlich ins Restaurant. Wollt man nicht schlafen? Nee, wollten wir nicht. Okay, gut. Nee, du hast schon gesagt, du willst mich. Hä, ich bin gerade ins Hoch in mein Zimmer. Wie es klingt. Ja. Entschuldigung, ich bin ja schon in mein Zimmer. Nein, Papa.
Oh je, wenn du mein Kind wärst, ich müsste dich jeden Tag hauen. Oh shit. Ich hab einfach zwei Eier geworfen und sind da zwei Hühner rausgekommen. WTF. Du scheiß Umweltmensch. Sind bei dir, sollst du bei dir einschläfen. Da hab ich Haushühner auch nicht schlecht. General Dieter Junior und General Dieter Junior Junior. Das so. Eine gehört dir und das andere gehört mir. Okay, wir brauchen noch Nametags. Oh, ich hör's schon. Ich finde das andere nicht mehr. Super. Das kann doch jetzt nicht einfach verschwunden sein, ich höre das doch. Ja, das ist hier unten bei Melendil. Also ich mache jetzt zusammen mit dem Huhn mache ich jetzt so hier Endding. Wo ist es denn? So, hier. Huhn! Und mit der Axt in der Hand. Warte, ich drehe mich. Oh yeah! Hast du? Ja, ich stehe neben dran. Okay, so, jetzt haut's ab. Nee, es haut ab. Stündchen. Komm mit. Ich hab Samen in der Hand, komm mit. Juhu. Ich brauche nicht noch Samen, brauche die Weizen. Das ist hier, ne? Ja, ich komm hier. Nee, passt schon, bleib. So, stehen bleiben! Ja, und das war's mit der heutigen Aufnahme. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Danke, Jungs, dass ihr dabei wart. Cool, Cat. Schön, dass du hier frisch dazugestoßen bist. Ich hoffe, wir sehen dich öfters. Ja, gerne. Und ja, danke an euch da draußen. Daumen hoch und Abo nicht vergessen. Und schaut mal ihr. Und so, ihr wisst. Bis zum nächsten Mal. Ja. Macht's gut und bleibt vorsichtig. Tschüss.